Hallo! Ich bin heute auf dem YouTuber-Workshop mit ganz, ganz vielen YouTubern, aber die seht ihr bestimmt alle gleich noch. Hier ist die liebe Dagi. Die guckt auch in die Kamera. Ja, und wir sind in so einem geilen Gebäude. Warte, ich zeige euch jetzt mal unseren Ausblick. Guckt euch das mal an, wie schön das ist. Ja, im Moment ist noch nicht so viel los, aber gleich Wir geht waren bestimmt mal noch was ab. pünktlich. Das Ja, ist, wir also, sind die Ersten gewesen. Das ist unglaublich. Ja, und da sitzt der Julian. Ja, bis gleich. Um mal noch hinzuzufügen, die liebe Bianca muss heute mit meinem Handy filmen. Ja, das stimmt. Weil sie nur ein iPhone 4 hat. Oh. Eine Runde Mitleid. Ich hast genug Mitleid. Sollen wir mal gucken, wer alles hier ist? Gerne. Gut. Tretet ein. Hallo! Ich bin die Anwesende. Sie sehen aus wie ein Küken. Ja, das habe ich heute schon öfters mal gehört. Ich weiß nicht. So, da sehe ich schon jemanden. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Hallo, wer bist du denn? Wer bist du denn? Die Blondine auf YouTube mit euch beiden. Die einzigen Blondinen. Jetzt hier ist auch der Freund von der Blondine. Marine. Könnt ihr mal alle Hallo sagen, bitte? Hallo. Das ist ja unverschämt. Da ist noch jemand. Damit das jetzt nicht so lange wird, filme ich jetzt einmal hier durch die Lass Runde, du mich ja? Mal ruhig. Ja, war lustig. Genau. So, also da ist die Ebru noch. Da sind Shanti und Ishtar. Da kommt uns die Dagi mit ihrem wundervollen Elektroroller wieder entgegen, ja? Ja. Ja, da ist wieder der Timo. Du musst einen Bob einziehen. Ach, Timo, erzähl mal von deinem T-Shirt. Ich habe mir heute einen Saturn, ein Yoga-T-Shirt gekauft. Ja, cool, ich oder? So cool, ich muss es direkt mitnehmen. Ja, habe ich mir gedacht. So. Gut, dann sitzt da der Julian. Und da hinten sind die Slimanis, aber die haben gerade ein Gespräch. Deswegen lassen wir die jetzt mal in Ruhe. Also ich glaube, die Hauptattraktion heute ist dieser Elektroroller. Habt ihr auch Hunger? Ja. Es wird live für uns gekocht, was ja, wir haben. Live müssen. Gekocht? Oha, das müssen wir aufnehmen. Hier ist der freundliche Koch. Und ja. Dagi, was hast du dir denn bestellt? Irgendwas mit Lachs. Irgendwas mit Lachs haben wir bestellt. Lachs geht immer. Boah, das ist ja wie bei Vapiano ja, hier. Ja. Ist ja voll cool. Ich gebe ihm rohes Fleisch auf den Teller wieder. Julian hat das Prinzip nicht verstanden hier. Hi. Der macht mir gerade die Kette und ich bin voll am Schwitzen. Yeah. Das ist aber keine Leistung. Schreibt mal, warum ihr Sammy Slimani so liebt in die Kommentare. Wohin? Aufs Klo? Seine Fans sind gerade hier aufs Klo gerannt. Die sind den Turm hochgestürmt, ja. Oh. Aber ich wusste gar nicht, dass man... So, die Veranstaltung ist fast vorbei. Wenn ich mit dem Handy filme, weiß ich nicht, wo ich hingucken soll. Aber hier ist die Kamera da. Ja. Auf jeden Fall, es ist schon ziemlich leer geworden. Viele sind schon gegangen und hier ist der DJ. Ihr seht, hier geht's voll ab. Tanzfläche ist voll. Nein. Da kommt die Dagi jetzt. Die kommt immer, die will nämlich immer im Mittelpunkt stehen, die Dagi. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, vielleicht gehen wir. Wohin gehen wir denn? In die Stadt. Erzähl mal. Bitte? Erzähl mal. Ja, was kann man in der Stadt machen? In
Köln? Man kann essen gehen, obwohl wir schon so viel gegessen haben. Ja, es gab eben, nachdem wir Mittag gegessen haben, gab es so einen leckeren Nachtisch. Ja, warte, das zeige ich euch jetzt auch kurz. Da ist diese Ballmaschine da und der Julian hat gerade eben das Netz kaputt gemacht. Also nee, kaputt habe ich es nicht gemacht. Sondern? Ich habe es überstrapaziert. Julian hat ein bisschen, Julian hat drei Bälle in einen Basketballkorb geworfen. Ja, geil. Ja, auf jeden Fall. Gibt es uns nichts mehr zu sagen. Und jetzt kriegen wir noch am Ende des Tages einen coolen, so eine coole Douglas-Tasche mit, was ist da drin? Ein Baby-Led. Boah, wie cool. Julian, was hast du drin? Ein EOS Lip-Balm. Boah. Was ist noch? Nee. Nee, da war die eben. Und was noch? Ach, das ist hier fürs iPhone unten. Boah, nee. Zeig mal, was ihr da alles habt. Was ist das? Was hast du da, Julian? Schminko, die brauche ich auch. Die brauche ich auch. Nimm mir auch eine mit, Dagi. Warte, ich hol mir auch eine. Wie geil ist das denn? Ich möchte auch so eine haben. So? Das ist jetzt mein Giveaway. So, jetzt sind wir hier in so einem mega schicken, micken, super duper Aufzug mit grünen Wänden. Dagi stylt sich hier einen Zopf. Nicht. Ja. Unglaublich dick, mein Boah, das ist mir. Wir sind in der 28. Etage und mir ist schon ein bisschen schlecht jetzt. Nein. So, wir sind jetzt draußen. Ich musste gerade nochmal hochfahren, weil ich meine Jacke vergessen habe, schlauerweise. Es war zum Glück noch jemand da. Und ja, jetzt gehen wir nochmal was nach Köln in die Stadt rein. Und mal schauen. So, wir sind jetzt gerade angekommen. Guck mal, hier ist der Dom. Warte, da ist der Dom. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Ich wurde gerade unterbrochen. Und Timo hat Spaß, weil hier ist nämlich, warte, ein Musiker. Ja. Und hier ist, ne, also wir sind halt gerade auf der Domplatte. Mein Arm wackelt ein bisschen, weil meine Tasche am Arm hängt. Und wir gehen jetzt in den Hauptbahnhof und holen uns da ein Schließfach und tun unsere ganzen Sachen da rein. Der Jura ist schon ganz aufgeregt. Ja, Schließfach, mein Gott. Ja, genau. Und bis gleich. Ja, jetzt haben wir einen Einkauf gerade bei Kiko getätigt. Also ich lasse jetzt in der Tüte hier. Und zwar... Bei Kiko. Hey, was? Kiko habe ich gesagt. Nein. Ja, auf jeden Fall haben wir uns so einen Topcoat gekauft, der die Wimpern ganz lang macht. Topcoat für die Wimpern? Ja, das heißt so, Topcoat steht sogar auf deiner Verpackung, Dagi. Echt? Ja. Coat! So, wir sind jetzt überall lang gelaufen. Und ich bin kaputt. Und die Dagi auch. Jetzt sind wir im Steakhouse. Wir sind hier in so einem kleinen Steakhouse. Moment, so die Kellnerin kam gerade. Also, wir sind jetzt hier. Und wir müssen jetzt unser Essen aus. Weinberg schmecken. Das ist natürlich sehr schwer, wenn man im Steakhouse ist. Was will man da essen? Ein Steak. Und jetzt haben wir aufgegessen. Er ist voll. Sie ist noch am Essen und Timo ist auch noch am Essen. Timo, vor die Ritter kämpfe ich mit so kleinen Dingern gegeneinander. Und dann sticht er so zu. So, meine Lieben, ich muss leise sein, weil der Julian neben mir schon schläft. Nachdem wir im Restaurant waren, haben wir nur noch kurz unsere Sachen aus dem Schließfach wieder geholt und sind alle nach Hause gefahren. Ja, und das ist das Ende meines Follow Me Arounds. Das war jetzt einfach mal ein Tag meines Lebens. Also normalerweise habe ich ja immer nur Urlaube oder so gefilmt. Aber vielleicht gefällt euch sowas ja auch ganz gut. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super über positives Feedback freuen. Und ja, ich bin hundemüde, wir haben wieder ganz spät. Ich gehe jetzt schlafen, wünsche euch eine gute Nacht, auch wenn es wahrscheinlich nicht Nacht ist, wenn ihr dieses Video seht. Und hoffe, bis zum nächsten Mal.